Und da sind wir im Holz, Heu, Haufen, Wagen gelandet. Und da bin ich wieder, dein Dulag. Willkommen bei unserem Let's Play Assassin's Creed Unity mitten in Paris. Und wir sind in einer Revolution, jawohl. Wir sind eine Assassine im Schatten eines historischen Ereignisses. Und kaufen erstmal ein. Verbrauchsgegenstände. Nö, alles auffüllen. Teuer, egal. Wir haben die oberfette, mega super geile Ultra-Porno-Waffe im Gepäck. Nämlich dieses schöne Schwert hier rein. Ich kann es mal kurz für die Zuschauer daheim darstellen. Bob, Charakteranpassung, Ausrüstung, Waffe. Einhändig, Schwert. Da. Shinquedea. Ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, aber Schaden ist voll, Parieren ist voll, Geschwindigkeit ist Mittel und Reichweite. Ja, am Anfang, aber ist ja auch keine Langreichweitenwaffe, ist ja eine Nahkampfwaffe. Sieht auch ultra brutal und geil aus, finde ich. Also kann man echt nicht meckern mit der Waffe. Haben wir auch schon direkt verbessert. Also damit hauen wir ordentlich auf die Wutz. Und ansonsten gibt es nicht viel Neues zu erzählen. Wir machen heute ein bisschen die Story weiter. Und ja, dann geht's mal hier bergauf. Und hoch und da auch nochmal höher. Müssen irgendwie hier rumkommen. Zack. Decke hochklettern. So, und da sehen wir Paris beim Dunkeln. Und da unten startet die Story. Komm, runter da. Trau dich, Freund. Arnaud ist der Charakter. Hat seinen Vater verloren, als er jung war. Bei einer reichen Familie aufgenommen worden, hat den Vater dann auch verloren, den Ersatzvater vielleicht. Und ist verliebt in Elise. Und wir retten sie. Das ist unser Auftrag. Und wir müssen die Assassinen natürlich auch. Ja, für die Assassinen einstehen in dieser harten Zeit. Und der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen zu leicht. Wir haben halt ganz viel Kaffeemissionen gemacht. Und ihr wisst ja, wenn man Kaffee macht, wird man reich. Und wenn man reich wird, hat man Geld. Reich wird, bekommt man Geld. Oder ist schon nicht reich. Oder wie auch immer, auf jeden Fall kann man sich dann ganz tolle Sachen kaufen. Deswegen sind wir so overpowered an der Stelle jetzt schon. Bitte was? Keine Zeit für Erklärung. Renn! What? Wie renn? Die hauen wir doch mal locker um. Aufsteigen, Professor? Nein, nein, nein. Ich fürchte nicht. Diese älteren Modelle sind dem Wind völlig ausgeliefert. Und davon haben wir viel zu viel, um es wagen zu können, fürchte ich. Nun, und dieses spezielle Modell ist... Was glaubt ihr, was ihr da macht? Kommt auf der Stelle da raus! Hab die Seile! Ich decke dich! Oh je! Interagieren. Kappen. Oh, Moment, wie war denn hier nochmal die Steuerung? Ach ja, da war sie. Man auch erstmal wieder. Tschüss. Das war aber fies. Ich sag. Müssen wir uns beeilen oder was? Hier, kappen. Kappen, schneid ab das Seil. Nur noch eins. Und weg damit, komm, komm. Weg mit dem Seil. Jawohl. Und nichts wie in den Ballon, denke ich mal, ne? So eine romantische Reise. Ich komm zu dir. Warte da. Ich gehe sicher nicht weg. Tipp R2 halten. Zack. Auch nach oben. Das ist wirklich schön hier oben. Das solltest du sehen. Ja, das glaube ich dir. Oh, was du nicht sagst. Der Wind wird stärker. Beeil dich. Ja, danke. Hast du dir schon überlegt, wie du wieder runterkommst? Ach, nach unten geht es meist von allein. Nein, das ist wieder so eine... Dir werden bald die Dächer ausgehen. Ich hoffe, du hast einen Plan. Zähl zusehen und lachen, wenn du in den Fluss abstürzt. Lass
Basti, renn schon! Ich renn doch, verflucht bereits. Das ist alles zu schnell. Schneller! Kommen wir nicht hinterher. Verlieren Sie! Mit denen komme ich klar! Lauf du weiter! Boah, wir sollen jetzt nicht die ganze Zeit hinterherlaufen da, oder? Lauf du weiter! Oh fuck. Das war nicht gut. Die kriegen wir doch niemals jetzt. Oh Mann. Wo wird die hingetrieben? Nach links? R2? Kann man hier R2 drücken? Das kann sie gut zielen. Dann ist es besser, da fahren wir da mal. Laufen wir da mal rüber. Fahren ist ja hier nicht. Den Boden berühren. Wohin? Wohin? Boah, sollen wir da hoch oder was? Das ist er! Was ist passiert? Das Seil hat sich verfangen! Wir haben es geschafft, auf jeden Fall diesen Teil abzuschneiden. Komm da runter! Wir werden beschossen. Oh Mann. Jawohl. Geschafft. Erster Versuch. Geil. Arno! Geht es dir gut? Könnte nicht besser sein hier. Frische Luft. Arno! Alles gut! Und jetzt geht das wieder los. Vielleicht haben die es ja doch auf mich abgesehen. Was hast du bloß ausgefressen? Ist eine lange Geschichte. Beeilung! Ich dachte, wir haben es überstanden, aber haben wir nicht. Wo kommen wir denn da? Schneller! Ist ein Seil. Hier ist kein Seil. Da ist ein Seil. Können wir durch die Wohnung gehen? Oh, pardon, Monsieur. Pardon, Monsieur. Mal eben durch die Wohnung laufen hier. Boah. Renn doch! Nice. Verfolg du da mal einen Ballon hier auf den Dächern. Schneller, noch schneller. Schneller! Kletter. Kletter und erleben. Ich folg dir doch. Kommst du nun oder nicht? Ja, noch frech hier. Wir sind schon fast beim Fluss. Schneller! Ich komme! Ja, wir haben es geschafft. Beim ersten Versuch wieder sauber. Läuft. Und jetzt wird es ein romantischer Ausritt, Ausflug. Nächstes Mal plane ich den Fluchtweg. Wunderschön. Von hier oben sieht es gar nicht so aus, als ob sich die Nation entzweit. Kann es jemals wieder so werden, wie es einmal war? Sag's mir. Glaub nicht. Nach allem, was geschehen ist. Allem, was verloren ging. Also, das war's dann. Der Lauf der Geschichte auf ewig verändert und es führt kein Weg zurück. Vielleicht gibt es kein Zurück. Aber voranzuschreiten ist nicht unbedingt ein Ende. Du hast geschummelt. Du warst zu langsam. Ich liebe dich.
über Dächern, über den Dächern von Notre Dame, das Liebesgeständnis von Arno Annelies. Und ein romantischer Kuss. Unglaublich, aber was für Szenen hier bei Let's Play Assassin's Creed. Wunderschön. Und auch philosophisch. Es muss nicht immer ein Ende sein, sondern auch ein Anfang. Und Frankreich steht eine bessere Zukunft bevor, das ist mal klar. Ach Leute, ist das ein schönes Spiel. Die Story ist der absolute Hammer. Ich genieße das hier in vollen Zügen. Richtig toll. So lebendig. Ich musste los. Du sahst so friedlich aus. Ich wollte dich nicht aufwecken. Je t'aime. Eh. Den wird schon jemand holen. Bestimmt. Genau, ey. Das, was wir da angerichtet haben, interessiert uns nicht. Tja, und da hat er sich da zum Staub gemacht, hä? Wenigstens hat so einen Zettel da gelassen. Und da ist noch eine Kiste hier. Sie haben ein neues Andenken in der Kammer der Andenken freigeschaltet. Novize, hörst du mich? Entschuldige die Tonqualität. Wir haben ein Signalrauschen wie von einem Wasserfall. Es sieht nicht gut aus. Wie wär's mit noch einem Tech-Boost, bevor ich die Verbindung verliere? Ich schicke jetzt die Daten. What? Assassinenfähigkeit freigeschaltet. Im Fähigkeitenmenü wurden neue Assassinenfähigkeiten freigeschaltet. Verbesserte Phantomklinge, das dicke Fell, Giftgas, Schlossknackmeister, Gnadenstoß am Boden und Eisenfell. Ja geil, jetzt können wir endlich mal ein bisschen skillen. Das machen wir doch mal jetzt. Gnadenstoß. Boah. 8 Punkte. Ein tödlicher Schlag gegen einen hilflosen Gegner zum Ausführen. 4 erkalten, wenn der Gegner am Boden liegt. Ja, das machen wir doch mal. Zack, so, Gnadenstoß. Fernkampf. Das wird teuer. Verbesserte Phantomklinge. Durch die Verbesserung der Phantomklinge kann diese ohne Nachladen 2-mal abgefeuert werden. Geil. Bombengiftgas. Giftgaswolke. Die jedem Schaden zufügt, der sich in ihre aufhält, wenn sie ausgerüstet ist. Drücke kurz R1, um sie schnell zu verwenden. Zu werfen. Was haben wir noch? Betäubungsbomben ist ja nichts Neues. Geldbeutel. Schleichen. Plündern. Schlossknacker Stufe 3. 9 Punkte. Boah, da müssen wir sammeln. Gesundheit. Und wir können mehr Gesundheit uns organisieren. Ja, geil. Also, da heißt es Punkte mal sammeln, ne? Damit wir das skillen können. Du bist nah am Ziel, also halte durch. Wir konnten den genauen Zeitpunkt und Ort von Germains Tod nicht bestimmen. Okay. Also musst du es selber tun. Bishop out. Was geht denn da ab? Jetzt reicht mir aber hier. Für 1 Möbel hier. Zack. So. Ich wollte eigentlich nur mal in Ruhe plündern. Komm mal da hoch. So, da oben sind wir. Oh, direkt in so einem Ding gelandet. So, für die haben wir jetzt gerade keine Zeit. Wo sind wir überhaupt hier? Gucken wir mal, wo die Story weitergeht. Da hinten. Ich würde vorschlagen, wir holen uns noch ein paar Truhen hier, sammeln hier noch so ein bisschen was ein. Ach, das ist das Café hier, das ist die Café-Ecke. Hier sind wir gelandet, stimmt ja wohl. Hier haben wir schon ziemlich viel eingesammelt. Das lohnt sich eigentlich nicht, hier großartig einzusammeln. Was können wir denn mal machen, noch schnell? Wisst ihr was, Leute? Wir gucken uns mal bei den Kisten da oben, würde ich sagen, oder?
Nee, machen wir nicht. Wir machen die Story. Wir machen Story. Wir gehen jetzt zum nächsten Storyort. So, wir reisen da schon mal hin. Das kann ja nicht schaden. Kann man auch Schnellreise machen, oder? Das ist ein Schnellreisepunkt. Geht das gerade nicht? Scheinbar, weil entweder habe ich jetzt gerade was falsch gemacht, aber wir können keine Schnellreise machen gerade. Ist der Dieb über alle Berge, ne? Ich guck nochmal, was jetzt geht. Schnellreise. Schnellreise, ja, jetzt geht's. Ach, da, hier geht das nicht. Okay, hier geht das aber. Dann machen wir da mal eine Schnellreise, dann sparen wir uns ein bisschen Weg. Und ja, das war ja mal echt eine schöne Szene da. Und endlich hat es geklappt. Das hat sich ja schon in über viele Folgen abgezeichnet, dass die beiden sich ja endlich mal näher kommen und sich mal aussprechen, was sie so auf dem Herz haben. Und dann am nächsten Morgen ist sie weg. Und wir sind wieder allein. Ne, Leute? So kann es gehen. Hoffentlich hat er die Handynummer aufgeschrieben. Der arme Arno. Und ich bin gespannt, wie die Story weitergeht, auch im Zusammenhang mit den Assassinen. So, wir sind hier wieder mit einer fantastischen Aussicht. Und hier ist die Story. Jetzt muss man sich mal wieder hier angucken. Da vorne scheint die Sonne. Durch die Wolken scheint hier die Sonne drauf. Und da hinten ist dunkel. Fantastisch. Einfach der Wahnsinn. Oh, da unten gibt's Probleme. Auf Wiedersehen. Problem gelöst. Und? Alles klar? Ich könnte mal Danke sagen, ne? Dann können wir auch mal gehen und helfen hier. So, wir haben das Hilfe hier. Hier ist auch Geschichte. Und da vorne ist noch. Wir wollten eigentlich mit einer 2 weg. Na gut, denen haben wir mal geholfen. Die freuen sich, die sind glücklich. Und da oben ist eine Kiste irgendwo. Oder unten? Unten ist die, ne. Das machen wir jetzt nicht. Tschüss! Heute ist ein bisschen schlechter geworden. Dann nehmen wir mal unsere Kollegen. Keine Angst, euch passiert nichts. Wir helfen nur den Befreiern ihrer eigenen Nation. Und hier ist wieder was los, Leute. Guckt euch das an, was hier los ist. Kann man hier mal kurz hier einen Blick werfen. Die meckern, beschweren, applaudieren. Chaos, Emotionen. Leute verhungern. Ein Pariser Brot kostet 3 Millionen Francs in dieser Zeit. Also gucken, wo wir gerade langlaufen müssen. Am besten wir klettern da mal so rüber. Ja, nix wie rauf da. In der schweren Rüstung. Wir brauchen Skillpunkte, damit wir uns ein bisschen weiter ausbauen können. Ein paar Randmissionen machen, so Assassinen-Missionen. Ui, das ist aber wieder geil. Das ist hier die Sand, Leute. Hier muss das irgendwo sein. Gar nicht weit weg von hier. Da unten. Schön im Park. Der Louvre! Wir sind im Louvre, Leute. Den kann man auch gut besichtigen. Das ist der Louvre. Das soll der Louvre sein? Okay. Na gut. Die werden es wohl wissen hier, ne? Spielen. Louis-Michel Le Pelletier, ein Abgeordneter des Nationalkonvents, ist ein von Germains Plan. Findet heraus, was er weiß und tötet ihn. Okay, machen wir gerne. Aber das machen wir, Leute, in der nächsten Folge. Wir sehen uns wieder bei Assassin's Creed
Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ciao, ciao, dein Dulak.